Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Montag, der 23. September und in meinem heutigen Wochenausblick gehe ich wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX ein. Bevor wir starten, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen dieser Woche. Da haben wir am Dienstag um 10 Uhr den IFO-Geschäftsklimaindex und nachmittags aus den USA das Verbrauchervertrauen. Dann am Mittwoch dann die Verkäufe neuer US-Eigenheime und wie üblich um 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Und dann am Donnerstag auch aus den USA das Bruttoinlandsprodukt und die schwebenden Hausverkäufe für den Monat August. Und zum Schluss noch am Freitag die Auftragseingänge für langlebige Güter. Der nächste Wochenausblick erscheint dann am kommenden Dienstag, den 1. Oktober. Ich selber bin ab Freitag in Frankfurt, da ist der Start der 90-tägigen Trader-Ausbildung. Deswegen kann der Wochenausblick erst nächste Woche am Dienstag wieder erscheinen. Wenn auch ihr mit dabei sein möchtet bei der nächsten Trader-Ausbildung, diese beginnt am 1. Februar 2020, dann schaut einfach auf meiner Webseite vorbei, www.lüttemann-coaching.de. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen. Kommen wir nun noch zu den wichtigsten Terminen aus eigener Sache. Und da haben wir in dieser Woche gleich zwei Live-Webinare für euch. Und zwar einmal Sofortrente mit börsennotierten Immobiliengesellschaften. Das Webinar hält mein Kollege Julian Böhnisch. Und dann am 25. September, also am Mittwoch, dann nochmal das Live-Webinar, die Infoveranstaltung zu kleines Konto Großtraden. Hier starten wir am 7. Oktober dann mit der 10-teiligen Webinarreihe. Also wenn du mit dabei sein möchtest, dann schau dir doch am Mittwoch noch die Infoveranstaltung an. Da bekommst du nochmal alle Informationen, wenn du hier mit dabei sein möchtest. So, und dann am 26. und 27. Oktober in Berlin Rendita Unlimited. Und die Investmentausbildung dann 23. und 24. November in München. Alle Infos dazu, wie gesagt, auf meiner Website. Und jetzt kommen wir zum S&P 500 Index. Die letzte Woche vor dem Verfall hat keine neuen Ergebnisse gebracht. Wir sehen das hier, der Markt ist herangelaufen bis an die 3020, 3030er Punktemarke. Das sind die alten Hochs hier aus dem Juli und von Anfang August. Ich hatte ja schon in der letzten Woche gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir hier sofort durchgehen. Das hat man dann auch hier ganz gut gesehen. Trotz Verfallstag in der letzten Woche, wo wir ja häufig Stärke in den Märkten sehen, haben wir gesehen, der Markt kam hier nicht wirklich voran. Jetzt sehen wir hier am Montag im vorbörslichen Handel, geht es ein bisschen bergab. Nicht viel, ganz klar. Wir haben allerdings auch noch ganz, ganz geringe Umsätze. Tendenziell ist natürlich die Woche nach dem großen Verfall eher von Schwäche geprägt. Das würde auch in das allgemeine Bild passen nach der starken Aufwärtsbewegung hier die Konsolidierung. Was für mich als Trader natürlich immer total schön ist, weil ich dann hier die Möglichkeit habe, wieder gut und günstig in spannende Aktien hineinzukommen. Wir haben auch diese Woche wieder für den Screening-Dienst einige Titel für euch herausgesucht. Das heißt also, hier werden wir uns auf die Lauer legen für die kommenden Tage, falls der Markt hier noch ein Stückchen weiter zurückkommt, um dann bei günstigeren Einstiegskursen hier wieder im Markt neue Positionen aufzubauen. Beim Nasdaq haben wir ein ähnliches Bild wie im S&P 500, auch hier natürlich der Aufwärtstrend, dieser ist auch hier immer noch intakt. Wir haben es hier allerdings nicht ganz geschafft, bis an die Hochs bei 8050 heranzulaufen. Wir sind hier an der runden Marke 8000 hängen geblieben. Solange dieser Trend in Ordnung bleibt, das heißt, solange wir hier die Tiefs nicht unterschreiten, bei etwa 7740 Punkte, ist die Welt auch in Ordnung. Das heißt, der S&P hat hier etwas mehr Luft als der Nasdaq. Sollten wir diese Marke nach unten durchbrechen, dann wäre die nächste Unterstützungslinie hier bei etwa 7510 Punkte, nämlich der 200er EMA. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall auf der Lauer liegen. Das heißt, ich werde jetzt erst heute keine neuen Positionen eingehen, aber ich werde natürlich schauen, wenn die Märkte hier zurückkommen, ob ich hier bei günstigeren Kursen in den Markt
einsteigen kann. Ansonsten lässt sich sagen, dass der September sehr gut gelaufen ist. Wir haben einen sehr starken Monat gehabt, sowohl in den eigenen Konten als auch beim Screening-Dienst. Das ist also immer ja super spannend. War eigentlich gar nicht mit zu rechnen, weil saisonal gesehen ist der September eigentlich eher immer ein etwas schwächerer Monat. Wir haben allerdings auch in der letzten Woche eine starke Aufwärtsbewegung gesehen, beispielsweise in einer Aktie wie RWE, die uns hier natürlich weit nach vorne gebracht hat. Wie sieht es hier im FDAX aus? Und das untermauert das so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben hier gerade bei der Position wie beispielsweise bei RWE natürlich eine starke Aufwärtsbewegung gesehen, die hier d'accord gegangen ist mit dem DAX, die hier mehr oder weniger ohne große Pause von 11.500 Richtung 12.500 Punkte gelaufen ist. Und das hilft natürlich, wenn der gesamte Index sehr stark ist, wenn man dann natürlich auch in seinem Depot entsprechende Positionen hat. Die laufen dann natürlich sehr stark mit. Sehen allerdings heute am Montag hier doch, dass es hier ein wenig zur Schwäche neigt. Der Markt vor allen Dingen, nachdem es hier zu einer leichten Unterschreitung des letzten Tiefs bei etwa 12.300 Punkten gekommen ist. Da gab es einen kleinen Abverkauf, den ich aber auch nicht überbewerten möchte hier an dieser Stelle. Es wird also abzuwarten sein, was heute Nachmittag passiert. Trotzdem tendenziell gehe ich eher davon aus, und was auch vollkommen in Ordnung wäre, wenn wir hier eine leichte Korrektur sehen, beispielsweise hier in dem Bereich von etwa 12.150, 12.200 Punkte, um dann von dort aus wieder neue Positionen aufzumachen. Denn der Gesamtmarkt ist sehr stark gewesen im deutschen Bereich. Das heißt, hier werde ich auch schauen, ob sich hier vielleicht neue Titel für die kommenden Tage anbieten. Und hier war gerade angesprochen die RWE-Aktie, die wir auch bei uns im Screening-Dienst aufgenommen haben. Hier wirklich sehr schön zu sehen, wie die Aktie hier aus der Korrektur herausgekommen ist, sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt hat. Alleine in den letzten Tagen, das kann man hier sehr schön sehen, die Aufwärtsbewegung vom Tief zum Hoch hier roundabout 9%. Und wenn man sich das Ganze im Stundenchart anschaut, das sieht man natürlich auch in Perfektion. Ich nehme jetzt hier unten nochmal die Zeichnung kurz raus, so wie sich hier die Aktie dann auch sehr schön nach oben entwickelt hat. Und das ist ja das, was am Ende des Tages auch immer das Spannende ist, also Aktien aus der Korrektur heraus zu handeln, weil wir da natürlich ein sehr, sehr gutes CAV bekommen, wie beispielsweise auch hier sehr schön zu sehen ist bei der RWE-Aktie, die dann relativ schnell mit Blick einer Woche ein CAV von 1 zu 4 hier aufrufen konnte. Das heißt, bei einem Risiko von 250 Euro sofort 1.000 Euro Gewinn. Das ist das natürlich, was am Ende Spaß macht und was ja auch das Wichtige ist, denn man hat natürlich ja auch nicht nur Gewinn-Trades, Verlust-Trades gehören genauso zum Geschäft. Man sagt ja immer so roundabout 50-50, vielleicht 60-40 für einen als guten Trader. Und von daher ist es natürlich immer gut, wenn man auf der Gewinnseite dann auch entsprechend immer solche Trades hat. Deswegen ist es auch wichtig zu schauen, welche Indizes sind gerade besonders stark, welche nutzen wir entsprechend für unseren Handel. Ja, und das war es auch schon wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch eine tolle Börsenwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn wir das machen würden, dann müssten wir nicht alle bis zum 65. oder 70. Lebensjahr in diesem Hamsterrad rumlaufen. Und dafür möchte ich euch sensibilisieren. Irgendwas könnt ihr machen, damit ihr da rauskommt. Also das sind wirklich Basisstrategien, die jeder umsetzen kann, relativ einfach. Und wenn man sagt, ja, 7-8% reichen mir nicht, dann kann man dann auch mehr draus machen, wie gesagt. 15-20% Jahresrendite machen wir Jahr für Jahr. Wir haben letztes Jahr, als die Märkte sind 15% gefallen, wir haben über 20% gemacht. Unfassbar, was ich hier gelernt habe, was im Investment alleine möglich ist, das ist ja absolut unfassbar. Also der zweite Tag, der hat mich ziemlich weggeblasen.